Ja, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es mal ein richtig wunderbares Theorievideo. Für alle Einsteiger da draußen und für all diejenigen, die sich schon immer mal gefragt haben, warum ist eigentlich in so einem Polierpad in der Mitte ein Loch? Hat das irgendwas mit der Zentrierung zu tun oder dass man hier irgendwie die Wärme abführt oder was auch immer? Warum sind bei, vor allen Dingen bei den Excenter Pads, bei 125, 150, wir finden es aber auch bei vielen 75er Pads, warum ist hier so ein Loch in der Mitte? Weil es gibt ja auch Pads ohne Loch und die werden vorrangig bei Rotationspolymaschinen eingesetzt. Warum ist das so? Das will ich euch heute mal an einem kleinen Experiment zeigen und euch auch nochmal genau erklären, warum dieses Loch so wichtig ist, weil wenn es nicht da ist, kann es zu ziemlichen Problemen führen. Gucken wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Und dazu habe ich euch mal zwei Pads mitgebracht. Einmal Pad mit Loch, Pad ohne Loch. Von der Stärke her, hier seht auch hier, wenn man die zusammendrückt, die sind ziemlich gleich, wenn nicht sogar von der Stabilität her wirklich komplett ebenbürtig. Egal wie du hier drückst, du kannst kein Pad irgendwie stärker oder weniger zusammendrücken. Das heißt, die sind von der Schaumstabilität her sehr, sehr ähnlich. Und das testen wir jetzt einfach mal genau aus. Was passiert denn, wenn wir hier mit einer Extender-Polymaschine mit dem Pad polieren und das mal richtig stark belasten? Und was passiert denn, wenn wir das Pad mal richtig stark belasten? Jetzt gehen wir mal mit einer Medium-Politur auf die Oberfläche und polieren mal eine fest definierte Zeit. So, geben wir uns mal ein bisschen was drauf. Ich denke mal, wir werden mal eine Minute richtig volle Power geben. So, und jetzt messen wir mal ganz fix hier die Temperaturen. Und da haben wir hier 32 Grad, 35, 31 und im Außenbereich 29, 24, 25, 21 im Außenbereich und im mittleren Bereich haben wir hier 30, 28, 25, 22, 20. Wir sehen, dass die Temperaturen natürlich sich jetzt im Laufe der Zeit auch immer weiter nach unten wieder abkühlen. Das heißt, in der Mitte sammelt sich die Hitze. Jetzt machen wir denselben Test nochmal mit einem Polierpad ohne Loch. Und wir gehen auch auf eine andere Lackstelle, weil die ist ja immer noch jetzt warm. Ich mache mir aber nochmal ein bisschen Politur drauf. So, machen wir auch hier. Verteilen uns das und wir gehen jetzt mal ein Stück weiter hier auf die rechte Seite und gehen mal hierher. So, auch hier schauen wir nochmal und ich glaube, man kann jetzt schon den Unterschied erkennen. Im Mittelpunkt haben wir 48 Grad Celsius. 43, 41, 41, am Rand 33, 28, 23, kühlt sich immer weiter ab. Also da haben wir ganz, ganz klare Unterschiede und man sieht es auch an der Politur. Was ist jetzt passiert? Zwei Phänomene. Einmal, die Politur sammelt sich durch die Exzenterbewegung immer im Mittelpunkt des Polierpads. Ihr seht auch hier von der Verteilung, wir haben am Anfang das richtig schön verteilt. Trotzdem konzentriert sich aber jetzt die Masse der Politur im zentralen Bereich des Polierpads. Man sieht es auch ganz schön. Auch bei dem Polierpad sieht man es gut, dass sich das schön hier nach innen gezogen hat. Aber je nach Struktur des Pads ist das auch sehr unterschiedlich. Deswegen, ich habe jetzt nicht die gleichen Pads, aber das Phänomen ist hier deutlich sichtbar. Auch hier verteilt sich das. Schon klar im Mittelpunkt, aber immer noch schön gleichmäßig. Hier bei dem Pad seht ihr ganz deutlich, dass das alles nach innen wandert. Was passiert jetzt, wenn Politur und Hitze nach innen wandern? Ja klar, hier der Mittelpunkt des Pads schon wieder abgekühlt jetzt. Wird nicht nur mit Politur gefüllt, nicht nur die Politur sammelt sich im Mittelpunkt des Pads und auch damit die Hitze und die Politur verklebt sozusagen die Schaumstoffstruktur, die Wärme kann noch schlechter abgeführt werden, bedeutet einfach, das Pad wird hier im Mittelpunkt sehr, sehr warm. Jetzt habe ich die nur eine Minute lang gut hier auf der Oberfläche gefahren, auch ein bisschen Druck gegeben, bei beiden auch möglichst gleichmäßig. Und hier im Mittelpunkt hatten wir auch noch die verschiedenen Temperaturen.
Wir hatten aber hier auf dem Pad deutlich geringere Temperaturen als auf dem Pad. Also klar zu sehen, hier hatten wir irgendwas bei 48, 46 Grad und hier waren wir deutlich drunter. Und das liegt einfach daran, dass das Pad die ganze Zeit die Wärme auch über diesen Mittelpunkt abgeben kann. Und durch die Rotation des Pads, ne, so, wird auch die Wärme dann hier abtransportiert. Das geht bei dem Pad nicht. Hier konzentriert sich die Wärme in der Mitte und bleibt hier. Die kann hier nicht raus. Die wird oben durch den Stützteller abgehalten, wird dadurch ein bisschen abgegeben, aber nicht so extrem nach unten hin zur Oberfläche. Und deswegen sammelt sich hier auf der Mitte ein extremer Hitzepunkt. Also ich glaube, ihr habt gut gesehen, wo dann die Unterschiede liegen. Was passiert denn, wenn ein Polierpad ein Loch in der Mitte hat oder wenn es kein Loch hat? Bei starken Cutleistungen, bei einer sehr hohen Belastung, bei einer sehr langen Polierdauer würde ich euch immer empfehlen, euch ein Pad rauszusuchen, was auch hier bei 75 mm ein Loch in der Mitte drin hat, weil auch da kann das Pad einfach dazu neigen. Gilt jetzt nicht nur hier, ich habe jetzt mal Swisser Pads hier zum Beispiel am Start, ihr könnt auch alle anderen Pads damit reinnehmen. Wenn ihr hier so ein Loch bei diesen Pads in der Mitte habt, habt ihr einfach eine bessere, ja, Wärmeabführung in der Mitte und das Pad kann sich auch ein bisschen innen sozusagen ausdehnen und dehnt sich nicht nach oben aus. Weil wenn man das jetzt immer weiter belastet, die Belastung einfach extrem hoch hält, passiert es dann irgendwann, dass sich hier oben der Klett so stark erwärmt und der Klebstoff, und wenn das Pad dann halt kein sehr hochwertiges Pad ist, ist zum Beispiel der Klebstoff das erste, was sich dann einfach auflöst. Der wird einfach super weich, verliert seine Klebeleistung und hier oben fängt an, der Klettteller sich vom Schaumstoff zu lösen. Wie ist es jetzt bei Rotationspolymaschine? Da ist es so, dass die Wärme sich gleichmäßig über das Pad verteilt und ihr habt keine Wärmeansammlung in der Mitte. Das ist ein typisches Exzenterphänomen. Stellt euch das vor wie so eine Art Strudel, wie so eine Art Wirbelsturm, dass sich dann alles in der Mitte im Auge des Sturms sozusagen sammelt. Genauso ist es auch hier bei den Extender-Polymaschinen. Alles wandert nach innen. Politur verklebt die Mitte. Die Mitte bekommt die Luft nicht mehr los. Alles voll mit Politurrückstand. Die Hitze kommt. Die Hitze kann nicht weg. Unten ist der heiße Lack. Oben ist der Klettteller, der natürlich auch nicht so extrem viel Wärme abgibt. Der jetzt auch keine aktive Kühlung oder so dabei. Da gibt es aber schon Teller, die das richtig, richtig gut können. Zum Beispiel auf der DA15 und DA21 von Chemical Works habt ihr diese aktive Wärmeabführung, diese Kanäle. Das unterstützt euch ja noch mehr, dass ihr das noch länger nutzen könnt. Trotzdem auch da, wenn ihr auf diesen Maschinen ein Pad nutzt, ohne Loch in der Mitte, habt ihr dann auch irgendwann diesen extremen Hitzestau. Vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ihr das so übertreibt wie ich gerade. Und da sagt ihr jetzt, also was, aber so poliert man ja nicht dauerhaft auf einen Punkt. Das ist absolut richtig. Aber was viele und auch im Einsteigerbereich machen, die polieren eine Oberfläche, schön am Stück, gleich die ganze Tür in einem Stück, so gut wie es geht. Und dann wird auspoliert und dann geht man nach kurzer Zeit, nach einer Minute, gleich wieder auf die nächste Stelle. Das Pad staut sich einfach die Wärme auf. Die Politur sammelt sich immer weiter in der Mitte, wandert immer mehr in den Bereich rein. Die Pads werden nicht sauber gemacht und so weiter. Und das sind alles so Punkte, die irgendwann dazu führen, dass das Pad thermisch sich nicht mehr entlasten kann. Es bekommt die Wärme nicht mehr los, alles zugeklebt mit Politur. Und wenn dann natürlich immer weiter in diesem starken Druckbereich gearbeitet wird und ein sehr starker Cut auch am Start ist und die Oberfläche wird sehr warm, dann sagt das Pad irgendwann mal, wisst ihr was, auf Wiedersehen, kein Bock mehr. Und deswegen sucht euch auf jeden Fall Pads hier mit so einem Loch drin und auch bei 75 mm mein Tipp. Deswegen mal dieses kleine Experiment. Ihr seht auch hier, dieses Pad hat sich jetzt schon dermaßen, es geht nicht mehr in seine alte Form zurück. Und das Ganze sammelt sich auch hier zentral und das sind so die ganzen Gründe, warum ihr euch ein Pad suchen solltet mit Loch, wenn ihr mit einer Extender-Polymaschine arbeitet. Ich hoffe, das war anschaulich. Man hat es auch gut an den Temperaturverläufen gesehen. Zur Mitte hin steigt das massiv an und all das zusammen in Kombination führt dann irgendwann dazu, dass das Pad sagt, ich kann nicht mehr, auf Wiedersehen. Und an der Stelle sage ich, auf Wiedersehen zu euch, bis zum nächsten Mal. Und wir schauen uns in den nächsten Tagen auch noch ein paar andere so Theorie-Sachen an. Ich denke mal, das wird eine sehr, sehr spannende Sache. Euer Sebastian. Freue mich über den Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal.